Um die Kraft beim Bankdrücken optimal umsetzen zu können, stellt ihr am besten eure Füße auf den Boden. Gebt nun etwas Schub mit den Füßen von euch weg, das drückt automatisch den Rücken etwas ins Hohlkreuz, wodurch dieser stabilisiert und entlastet wird. Wichtig, Schulterblätter hinten zusammenziehen, sodass ihr nur noch die 3 Kontaktpunkte Füße, Becken und Schulterblätter habt. So könnt ihr die Kraft der Beine optimal bis in die Arme umsetzen. Für die klassische Ausführung greift ihr die Stange deutlich mehr als schulterbreit, sodass ihr am untersten Punkt mit den Händen gerade über den Ellbogen seid. Achtet darauf, die Handgelenke ganz gerade zu halten, um diese nicht zu überlasten, und umschließt die Stange mit den Daumen. Schiebt nun die Hantel gerade nach oben, achtet dabei unbedingt darauf, dass die Schulterblätter hinten zusammenbleiben. Wie bereits gesagt, schiebt eure Füße leicht von euch weg, den Rücken etwas ins Hohlkreuz. In dieser Position, hier leider schlecht ersichtlich, sollte die Schulter optimal in einer 45-Grad-Position sein, damit die Sehne nicht eingeklemmt wird und es nicht zu einem Impingement in der Schulter kommt.